Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um meine zwei wichtigsten Tipps für die Übergangsphase, wenn ihr eure Haare wachsen lassen möchtet. Denn bei mir ist es jetzt so, schon eine ganze Weile ehrlich gesagt, dass für mich dieser Seiten-auf-Null-Trend ein bisschen out ist und ich gerne meine Haare ein bisschen länger trage. Und wenn ihr das schon mal gemacht habt, dann wisst ihr, dass einfach irgendwann so eine komische Übergangsphase kommt, wo die Frisur eigentlich schon ganz cool aussieht, aber wo so leichte Probleme dann auftreten. Zum Beispiel an den Seiten, dass sich die Haare so ein bisschen kräuseln, dass es irgendwie nicht mehr ganz so akkurat aussieht. Und in diesem Video geht es eben um zwei wichtige Tipps, die ich euch mit auf den Weg geben möchte, um diesen Problemen entgegenzutreten. Aber zunächst mal, wenn du neu auf diesem Kanal bist, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Mein Name ist Kai und auf diesem Kanal geht es um die Themen Hautpflege, Bartpflege, Haarstyling und Parfums. Und wenn du neu bist, sei gerne mit dabei in meiner Community. Der Knopf zum Abonnieren ist direkt unter diesem Video. Abonniere diesen Kanal gerne und dann freue ich mich drauf, dich in meiner Community begrüßen zu dürfen. Also, wichtigster Tipp für mich ist zuallererst mal, dass selbst wenn du nicht mehr so häufig zum Friseur gehst, dass du zumindest hin und wieder zum Friseur gehst oder dass du zumindest deine Konturen selber beihältst und dass du die Konturen regelmäßig trimmst. Denn das größte Problem, was ich kenne, ist, dass die Haare wirklich über die Ohren drüber wachsen oder dass sie, wie das bei mir zum Beispiel häufig der Fall ist, dass sie sich einfach hier unten am Haaransatz dann anfangen zu kräuseln. Also sowohl hier an den Seiten als auch hinten. Also bei mir ist es zum Beispiel so, der letzte Friseurbesuch ist jetzt bestimmt 2 Monate her. Also 2 Monate her, dass ich das letzte Mal beim Friseur war und da waren die Haare auch schon relativ lang und der hat die einfach nur so ein bisschen sauber gemacht. Was ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, ist, dass du das super selber machen kannst. Zum Beispiel mit einem guten Haartrimmer oder mit einer guten Bartschneidemaschine. Ich persönlich habe ja auch eine Maschine immer noch in meinem Shop, die ich auch jetzt schon 2-3 Mal hier auf diesem Kanal gezeigt habe, nämlich den Gentleman's Trimmer von Exonda. Und dieses Gerät ist zum Beispiel ein reines Profi-Gerät, was eine super Schneidleistung hat, super scharfe Klingen und ewig lange haltbar ist und top verarbeitet. Und damit kann man einfach super die Konturen trimmen. Und ich mache das einfach so, ich nehme das Gerät erstmal immer komplett ohne Aufsatz und schneide mir hier so den Ohrenbereich frei, einfach dass hier keine Haare überstehen. Ja? Also die Haare wachsen das hier dann immer so ein bisschen zu und ich versuche das dann einfach wieder frei zu machen, dass die Ohren dann auch eben so eine schöne Rundung bekommen. Ja? Und was ich außerdem immer mache, ist, dass ich mit dem Aufsatz auf der höchsten Stufe, beziehungsweise ich gehe dann auch immer so ein bisschen kürzer damit, bis halt die Haare so ein bisschen weggeschnitten werden, ist, dass ich mit dem Aufsatz dann einfach hinten an den Haaren, hinten am Hinterkopf einfach nochmal so schön diesen Übergang mache, ja, weil da kräuselt es sich immer ganz besonders stark und dann schneide ich einfach so ganz, ganz leicht die Haare so ein bisschen weg, aber ohne jetzt wirklich da irgendwie eine Form reinzubringen, sondern einfach nur, dass es schön sauber ist. Das ist also Tipp Nummer 1, auf jeden Fall die Konturen sauber halten, entweder, wie gesagt, hin und wieder nochmal zum Friseur gehen und das machen lassen oder halt das selber machen mit so einer Maschine wie zum Beispiel diesem Gentleman's Hairtrimmer. Und der Tipp Nummer 2, den ich geben kann, ist auf jeden Fall auf die richtige Produktwahl zu achten. Denn das ist jetzt wirklich ganz, ganz wichtig, wenn die Haare schon so ein bisschen länger werden, dann ist das schon so der Punkt, ist schon der Punkt erreicht, wo es jetzt vielleicht ein Haarwachs nicht unbedingt tut, weil das einfach ein zu trockenes Produkt ist, wo du auf jeden Fall so ein bisschen was in Richtung Pomade brauchst. Und das ist für mich zum Beispiel was, womit ihr super diese Haare, die hier unten sich kräuseln, unter Kontrolle bekommen könnt. Denn selbst wenn ihr hier die Ohren frei macht, bedeutet das nicht, dass die Haare sich nicht kräuseln. Das passiert bei mir nämlich trotzdem und das ist was, was mich super verrückt gemacht hat, bis ich einen einfachen Trick gefunden habe, dem Herr zu werden. Und dieser Trick ist ganz einfach, eine Pomade zu benutzen oder ein Produkt, was einfach eine sehr, sehr starke Kontrolle gibt. Das heißt zum Beispiel in diesem Clip, den ich euch jetzt zeige, habe ich zum Beispiel die Girls Matte Paste aus meinem Online-Shop verwendet. Ihr könnt aber auch die Monarch Matte Paste aus meinem Online-Shop verwenden oder eine richtige Pomade, also entweder eine wasserbasierte Pomade mit einer sehr starken Kontrolle oder eine fettbasierte Pomade, dass ihr einfach irgendwas nehmt, was die Haare richtig, richtig schön kontrolliert. Denn dann könnt ihr diese kleinen Haare, die hier unten abstehen und sich kräuseln, super in Form bringen. Und selbst wenn ihr am Rest vom Kopf einen Haarwachs oder eine andere Mattpaste oder ein Clay oder sonst irgendwas verwendet, würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall für die Haare hier unten nochmal ein separates Produkt zu benutzen, was einfach ein bisschen mehr Kontrolle gibt. Und damit bekommt ihr die Konturen auf jeden Fall sauber hin. So, das waren jetzt aber auch schon die 2 wichtigsten Tipps, die ich kenne zum Thema Übergangsphase von langen Haaren, von kurzen Haaren zu etwas längeren beziehungsweise langen Haaren. Ich hoffe sehr, dass euch diese Tipps etwas nützen. Falls dem so ist, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Zeigt das Video 10 von euren Freunden, damit der Kanal noch mehr wächst, als er es ohnehin schon tut. Und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.